Hallo liebe Schüler, das ist heute mal ein Video nur für Charlotte, für Carla und für den Marvin. Grüß euch herzlich. Wir haben ja schon ein bisschen drüber geschwätzt. Unser Marvin habe ich alle erreicht. Also nächste Woche mache ich jetzt dann mit den kleinen Schülern so mal richtiger Videounterricht über den Laptop und bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und euch habe ich gedacht, gebe ich einfach einmal in der Woche einfach ein paar Übungen mit, eine neue Übung, die euch hoffentlich ein bisschen motivieren. Ja? Okay, heute habe ich euch zwei Übungen und ich hoffe, die machen euch ein bisschen Spaß. Und die erste Übung, die spiele ich euch einfach vor. Und dann, während ihr schon merkt, was ich gemacht habe, ich erkläre es euch aber nochmal. Ich stelle mir den Metronom auf 80. Okay? Und in dem Rhythmus spielen wir jetzt so hoch, wie er kommt. Und wenn er dann den ersten Fehler oben macht, in der oberen Lage, wenn er den ersten Fehler macht, ja, machen wir eine kleine Pause und dann versuchen wir, die Stelle dreimal zu spielen oben. Ja, okay? Und dann versuchen wir, immer ein Stückchen höher zu kommen. Ja. Dann machen wir wieder eine kleine Pause und jetzt spielen wir genau das Gleiche, nur gestoßen. Aber nicht weiter vorspielen, genau das gleiche Prinzip. Wieder eine Pause machen, wenn ihr noch Lust habt, 16. Und so weiter, okay, ist klar. Und dann als Abschluss von dieser Serie natürlich dann auch gestoßen, okay. Ich mache euch mal oben in der oberen Lage mal, dass ihr ein bisschen was zum Lachen habt, mache ich mal in der oberen Lage mal vor, wie hoch, dass ich jetzt komme, Hit, ja? Einfach mal zum Spaß. Und dann mache ich euch auch vor, was man macht, wenn man dann scheitert. Bin ich nicht mehr hinkommen und jetzt mache ich eine kleine Pause und dann entscheide ich, mache ich es nochmal oder mache ich es nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen geübt, ich habe jetzt gemerkt, also Liebe, das wäre zu viel, da werde ich jetzt einfach nochmal verzichten und am nächsten Tag wieder mal probieren. Okay? Das ist Übung 1 und wenn ich das richtig mache, ist das wie ein bisschen Sport, wie ein Training, dann glaube ich Spaß. Jetzt kommt Übung 2. Die kommt von einem ganz, ganz bekannten Blechbläserlehrer und der heißt der Carmine Caruso. Und ich weiß nicht, ob ich der Carla schon mal von dem erzählt habe, aber im Marvin habe ich von dem, glaube ich, schon erzählt und der Charlotte auch. Und der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, wichtig ist, dass du deinen Körper programmierst, wenn du von einem Ton zum nächsten gehst, dass das ganz schnell passieren muss, dass deine Muskeln ganz schnell reagieren müssen. Er hat folgende Übung gemacht. Tempo 72. Zwei halbe Note gebunden zu einer ganzen Note. Und bei der halben Note denkt man so, tu, 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 tu. Und merken wir, und wenn er kurz vor der Wechsel, kommen diese 16, damit der Wechsel ganz pünktlich und ganz genau schnell kommt. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen C-Dur wieder, wie wir gerade eben auch genommen haben. Fangen wir vom G an. Jetzt spiele ich zuerst G, A, G. Okay? Dann spiele ich G, H, G. Und dann kommt G, C, G, G, D, G, G, E, D, G, F, G und G, G, G. Okay? Und ich denke immer, tu, 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 tu. Und dann mache ich einen Tag Pause. Und in dem einen Tag denke ich, 1, 2, 3, tu, 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 tu. Beim Einnahme denke ich diese 16. Okay? Ich spiele es euch einfach mal vor. Hören wir es euch an. 1, 2, 3.
zwei, drei. Okay, und das probieren wir jetzt auch. Und was machen wir jetzt, wenn ich jetzt einen falschen Ton spiele? Überhaupt kein Problem. Dann üben wir einfach das Intervall, wenn wir zum Beispiel jetzt G, C falsch spielt, dann üben wir das einfach dreimal. Und dann machen wir wieder. Ja? Okay, ist klar. Wichtigste Prinzip, Luft immer gerade. Wenn wir dann oben spielen, die dann beschleunigen, habe ich eigentlich schon beigebracht. Ansatz so schön zusammenhalten. Also ich glaube, mit diesen zwei Übungen können wir gut durch die Woche kommen. Und wenn ihr das jeden Tag übt, wenn ihr nichts anderes übt als die zwei Übungen, wäre euer alter Trompeterlehrer, der unter dem Hirschgeweih wieder steht, wie gerade eben sehe, schon glücklich. Ja? Wünsche euch eine schöne Woche, macht es gut und grüße mal eure Eltern und eure Freunde und halt Abstand und wir sehen irgendwann mal, sehen wir uns wieder und dann können wir uns auch wieder auch richtig begrüßen. Tschüss!